Karl Farkas, der legendäre österreichische Komiker, hatte die Angewohnheit, seine Sketches im Fernsehen mit den Worten einzuleiten: Sehen Sie sich das an, das musst du gesehen haben. So sagen auch wir manchmal. Etwas nur vom Hörensagen kennen heißt es nicht kennen. Wir kennen nur, was wir persönlich erfahren, persönlich erlebt haben. Das gilt auch für das spirituelle Leben. Glaube braucht Erfahrung. Die ersten Jünger, die sich für Jesus interessieren, fragen ihn: Meister, wo wohnst du? Und Jesus antwortet: Kommt und seht. Mit anderen Worten: Ich lade euch ein zu mir, schaut euch um, schaut euch an, wo und wie ich lebe. Diese Einladung Jesu steht auch heute noch. Wir sind eingeladen, zu ihm zu kommen und zu schauen, wie es ist, wenn die Erfahrung mit ihm unser Herz berührt.